Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Projekt, was komplett in Handarbeit gefertigt wird, und zwar einen Untersetzer. An Material brauchst du 36 Kronkorken, Stoffreste, Nadel und Faden, eventuell ein gutes Hörbuch dazu. Ich habe zusätzlich ein Volumenvlies eingearbeitet, einfach weil ich dunkle Kronkorken dabei hatte und ich nicht wollte, dass die durch den Stoff schimmern. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir eine Vorlage gemacht für den Stoff. Das ist hat einen Durchmesser von 7 cm. Und B für mein Vliesstückchen, da habe ich einfach den Kronkorken auf ein Stück Papier gelegt, drumherum gemalt. Das war meine Vorlage für mein Vliesstückchen. Ihr braucht einen Faden, der nicht reißt. Ich habe hier mal einen Sternzwirn genommen. Ja, und ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt immer den Rand etwas umgefaltet, so ungefähr einen halben Zentimeter. Das könnt ihr aber auch echt individuell machen. Ihr solltet keinen ganzen Zentimeter nehmen, dann könnt ihr es nachher nicht mehr zusammenziehen. Und näht dann dicht am Rand das einfach um. Durchziehen, ein gutes Ende stehen lassen. Und natürlich entstehen da so ein paar kleinere Falten. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, am Anfang kommt der Faden von der rechten Seite, also der steht hier raus, und auf der rechten Seite ende ich auch. Da rein lege ich jetzt mein kleines Stück Vlies und meinen Kronkorken und ziehe das zu. Also richtig zuziehen und dann mindestens, also ich nenne es Knoten, wenn man das doppelt macht. Ich weiß aber, dass man es auch also das, was ich jetzt zweimal gemacht habe, würde ich jetzt einen Knoten nennen. Ich mache es tatsächlich dreimal verknoten, dann sitzt das fest und dann ist der erste Kronkorken bezogen. Das Ganze macht ihr 36 Mal. So gefällt mir das ganz gut. Meine Tochter hat das schon mal vorsortiert, damit das dann auch sich schön abwechselt. Jetzt müssen die Reihen natürlich noch verbunden werden. Ich würde mir jetzt immer 6 Stück nehmen und die einfach verknoten. War so meine Idee. Ich werde sehen, ob es funktioniert. Ich würde jetzt also anfangen und verknote die oberen beiden auf der Rückseite. Also ich steche hier durch, da wieder raus und mache Knoten.
Okay, was seht ihr? Also der darf die nicht hochziehen, der muss jetzt so locker sein, dass es so hält. Und dann hoffe ich, dass es stabil wird, dadurch, dass es nachher, also dass die inneren dann ja 4 Knoten haben. Und die anderen ja mindestens 2 am Rand. Das war mein erster, das ist jetzt mein zweiter und ich habe jetzt nur noch hier oben durchgestochen. Also dies ist viel wackeliger als dies hier. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das werde ich jetzt da auch nochmal machen. Ich zeige es auch nochmal bei dem nächsten. Also es ist schon gut, wenn die dann in einer Reihe liegen. Man sollte die Achse hier, also oder diese Linie also treffen. Ich nähe jetzt hier oben einmal durch. Okay, so. Ja, das geht ganz gut. Meine erste Reihe ist schon fertig. Die anderen 5 mache ich genauso. So, gefällt mir schon ganz gut. Von oben nach unten sind die Reihen zusammengenäht. Jetzt natürlich noch von links nach rechts. Dazu drehe ich das Ganze um, lege mir das auf den Tisch. Und das ist jetzt schlecht auf dem Sofa zu machen, glaube ich. Und nähe die einzelnen Reihen zusammen. So, diese beiden Reihen habe ich jetzt zusammengenäht. Das fühlt sich jetzt schon stabiler an. Also das wird nachher stabil genug sein. Dann geht es weiter mit der nächsten Reihe. Dritte Reihe ist festgenäht. Es wird immer stabiler. Ich fange immer an mit den äußeren beiden. Also ich nähe jetzt erstmal den an, dann den an, damit ich die Kanten hier gerade behalte und dann die in der Mitte. So, die letzten Deckelchen, Kronkorken sind zusammengenäht. Ich finde, das ist sehr gelungen. Ich freue mich darüber. Ich habe erst gedacht, während ich die so überzogen habe, ja, das macht man einmal und dann erstmal nicht mehr. Aber tatsächlich merke ich ja immer wieder, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass mir das Spaß macht. Und es ist natürlich viel schöner, sowas zu machen, als mit dem Handy rumzuspielen. Und ich kann mir das gut für Weihnachten vorstellen, für die Herbstzeit in Weihnachtsfarben oder eben, dies ist ja schon fast herbstlich, da noch ein paar von zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.